Feuerstab. Effektiv. Ich habe dadurch weniger MP. Aha. Das ist ja der singende Stab. Das singende, klingende Stäbchen. Zieht auch MP ab. Was soll denn das? Dann nehme ich den Runenstab. Der macht Angriff, Int und zieht mir nichts ab. So. 7 Meilenstiefel. Mach dich schnell. Okay. Okay, okay, okay. Buch der Heilung. Du lernst kleine Heilung. Kleine Heilung heilt Kameraden 15 HP. Heilt Kameraden mit 15 HP? Ich kann dich nicht heilen. Du hast noch keine 15 HP. Drachenatem. Dieser Stein kann Flammen werfen. Angriff greift jeden Gegner an. Magiermantel. Halbiert MP-Kosten. Oh! Nice! Und ich kann ihn mir nicht leisten. Und Scheiß. Ja, ich gehe da mal. Gut. Jetzt habe ich mich fast verschluckt. Ausrüsten. Runenstab. Runenstab. Dann möchte ich den gleich noch verkaufen. Und das Kettenhemd auch. Und dann habe ich immer noch nicht genügend Geld dafür. Fuck. Fuck! Wir brauchen Geld. Geld, 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 Geld. Und da wir keine Leute ausrauben können, was für ein unlogisches Spiel, gehen wir doch einfach ein paar Monster schnetzeln. Das können wir ja ganz besonders gut. So viel brauchen wir auch gar nicht. Gut, der Schleim flieht. 5 Goldstücke, awesome. Geht das rasend schnell. Tja, wo gehen wir denn hin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir könnten mal auf den Berg schauen, zu den Harpien. Da bin ich ja in einer Aufnahme langgegangen, die nicht funktioniert hat, da das Mikrofon ausgeschalten war. Aber jetzt bin ich der Meinung, wir können es jetzt schaffen mit Schafen. Denn Schafe sind ja immer ganz, ganz praktisch. Jeder sollte ein Schaf zu Hause haben. Was erzähle ich denn schon wieder? Okay, hier gibt es nichts. Was für eine wunderhübsche Gegend. Also ich habe es auch letztens schon geschafft. Bloß irgendwie war ich der Meinung, hier muss ich überhaupt nicht lang. Fremde! Hier! Und sie haben keinen Eintritt bezahlt. Oh. Ba-ba-da-ba. Die sind nicht sonderlich stark. Nein, sie ziehen nur 11 HP ab. Das ist ja Peanuts. Peanuts? Erdnüsse. So. Und sie verschwindet nicht. Sie fliegt immer noch hinterher. What the fuck? Oh Gott, Marlene. Och, und wir haben nichts zum Heilen dabei. Na super. Ich speichere mal lieber. Nicht, dass ich jetzt sterbe, dann darf ich alles nochmal machen. Servus. Ihr kommt ja nicht weg und ich bin voll auf Speedy. Oh mein Gott, eine Epilepsie-Harpie. 2 Epilepsie-Harpien. Sie hat Zellteilung betrieben. Oh mein Gott. Donner und ein normaler Angriff, denn Siegfried kann überhaupt nichts. Außer dauernd kritten. Oh, jetzt ist Marlene tot. Jawohl. F12. Marlenchen, was machst du denn immer? Ich finde das nicht gut von dir, weißt du? Jetzt nochmal Epilepsie ab hier. Nee. Zu viel Zucker! Nein, nicht heilen. Erblinden, was sowieso nicht funktioniert. La. Ja, seht ihr? Hat ganz vortrefflich geklappt, nicht wahr? So. Schübele-dupa-du. Yeah! Awesome. Ja, toll, und jetzt zaubert sie. Geil. Hä? Hat sie gerade alle angegriffen? Ja, kann ich jetzt ja nicht überprüfen. Jetzt ist ja noch ein Gegner da. Wurscht! Wurscht, wurscht, wurscht! Wiener Wurscht! Wir haben gewonnen und freuen uns. Verdammt sollt ihr sein! Ihr und eure ganzen Familien. Eure ganzen Familien? Ach, ihr habt so viele Familien. Ach, Leute, ich überlege ernsthaft, ob ich das alles nochmal aufnehme. Ist es doch nicht... Hä? Ah ja. Plop, einfach durch die Wand gehen. Ich will nicht kämpfen. Nein, 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 nein. Geh weg von mir. So, hi. Ja, ein Drache.
So einen wollte ich schon immer mal erlegen. Worum geht's hier? Nun wirst du Ungetüm Balmung zu spüren bekommen. Ach. Hey, der Drache hat mir gehört. Das hättest du dir so gedacht, Siegfried. Such dir gefälligst deinen eigenen Drachen, Beowulf. Wolltest du dir einen unfairen Vorteil gegenüber den Bla, indem du dich durch das Drachenblut unverwundbar gemacht hättest? Was du rein zufällig hier natürlich nicht vorhattest. Nein, denn das funktioniert nur mit Lindwürmern und nicht mit Bergdrachen. Die sind doch zu dieser Jahreszeit noch überhaupt nicht reif, du Trottel. Der Drache war trotzdem meiner. Mich beschleicht das Gefühl, dass du neidisch bist, weil ich unter uns beiden der Bessere bin. Ohne Balmung wärst du nicht mal ein halb so guter Held. Das nimmst du sofort wieder zurück. Ich bin auch ohne Balmung der Beste. Wer's glaubt? Gut, dann nimm das. Oh ja, Katzenkampf. Jungs, Jungs. Mach das doch bitte in einem Swimmingpool voller Wackelpudding. Dann schaut das gleich viel besser aus. Und im Bikini. Und Brian, dir steht eindeutig mein rosa Spitzenbikini. Komm mit, ich muss ihn dir unbedingt mal zeigen. Du würdest so süß darin aussehen. Nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn sich zwei gütersehende Jungs gegenseitig verkloppen. Und ich habe auch nichts dagegen, dass sie auf einmal so warm wird. Aber wir haben zurzeit was Wichtigeres zu tun. Wir vor allen Dingen. Ich habe jetzt einfach mal so beschlossen, dass der blauhaarige Fuzzi auch mitkommt. Schließlich hat er mir schon oft genug in meine Dialoge geplappert. Was könntest du mit diesen Helden hier so Wichtiges zu erledigen haben? nicht, dass es dir was anginge, aber wir suchen die Zutaten für den Phönix-Trunk. Und jetzt verzieh dich. Nichts da, ich komme mit. Einfach so, weil ich nichts zu tun habe. Damit deine Begleitung einen richtigen Helden zur Seite hat. Oh, zwei Männer vereinen sich mit mir. So, jetzt haben wir den endlich erhalten. Hurra, ich glaube, das hätten wir schon viel früher tun sollen. Ja, darauf kommt ja auch jeder, dass hier mitten irgendwo in der Pampa ein drittes Partymitglied auf uns wartet. Natürlich, ich suche meine Partymitglieder auch immer auf Bergen. Och nein. Ich glaube, er ist noch sauer, weil wir ihn von der Klippe gestoßen haben. Hier ist deine Chance, den Drachen zu erlegen. Oh mein Gott, ich werde nach diesem Let's Play so heiser sein. Wer ihn zuerst tötet, hat gewonnen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der Drache gleich gewinnt. kann Beowulf was? Boah, Wolfsattacke und Beo-Attacke. Beowulf kann jeden Gegner angreifen. Eine besondere Technik an. Mau, ich sag doch Katzenkampf. Auch wenn es Wolfsattacke ist, aber das ist egal. Katzen sind ja auch entfernt mit Wölfen verwandt. Na 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 na. Na 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 na. Du da du. Wenn ich nur wüsste, ob dieses Let's Play hochladbar ist, dann müsste ich das jetzt hier nicht alles aufnehmen, sondern könnte es gleich abbrechen und nochmal neu machen. Aber, naja, das werde ich wohl erst wissen, wenn es fertig ist. Denn danach höre ich mir das Ganze nochmal komplett an. Und dann werde ich merken, ach du Scheiße. Also, bei allem was recht ist, aber das kannst selbst du nicht bringen. Und dann muss ich das später nochmal alles aufnehmen. Und dann muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich diese bereits existierenden Speicherstände erkläre. Ja. Ist der Drache mal bald tot? Ich habe nämlich keine Mana mehr. Außer Siegfried, der hat noch volle Mana. Oh mein Gott, der hat sich in Shenlong verwandelt. Was zur Hölle? Es ist mal einfach so digitiert. Hat sich schnell einen Chip in den Hintern geschoben. Ja. So wie es auch der Hulk macht. Der schiebt sich auch einfach nur einen Chip in den Hintern. Was zur Hölle? Das war wieder so. Jetzt bin ich gerade wieder so. Nein, lad das nicht hoch. Ich bin so, nein, lad das nicht hoch. Ihr seht schon, oh mein Deutsch, das ist jetzt wieder super. Es liegt wahrscheinlich echt in diesem Eistee. Ich bin kein Eistee während des Let's Plays gewohnt. Und ich muss es jetzt auf irgendwas schieben. Nicht auf meine geistige Verwirrtheit. Nein, 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 nein. Vor allem geistige Verwirrtheit. Kann man körperlich verwirrt sein? Ich weiß es nicht. Ich bin ja
Einfach nur verwirrt. Ich bin auf die Welt gekommen und war schon verwirrt. Ja. Und jetzt fällt mir gerade nichts zum Reden ein. Ein Wunder ist geschehen. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Gut, jetzt haben wir das dritte Partymitglied. Einfach mal so. Weil wir es können. Und jetzt gehen wir erstmal zu dritt schlafen. Und jetzt wird das Zimmer 60 Gold kosten. Haben wir so viel? Ja, aber wir haben immer noch kein Tränk. Kein Tränk. Mhm. Kein Geld. Hä, was ist denn jetzt? Wie komme ich von Geld auf Tränk? Ich glaube, ich wollte Tränke kaufen mit Geld und daraus wurde dann Tränk. Da zu dritt seid, 60 Goldstücke. Bla bla blub. Dankeschön. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg, habe ich gesagt. Danke. So. Dann legen wir uns mal zu dritt in dieses Bett. Langsam wird's eng. Aber das schaffen wir schon. Einfach alle auf Marlene drauf. Die ist gut gepolstert. Was? Das will ich aber mal überhört haben. Mann, muss der sich immer vor mir herumdrehen? Kann er nicht irgendwo in eine Ecke gehen und sich drehen? Und ich will nicht mit dir reden. Wieso laufen alle gegen mich? Ah! Und wieso muss ich dann mit ihnen reden? Ich will doch gar nicht. Ich mag doch keine Menschen. Ich habe doch eine Allergie gegen... Was hat die überhaupt für Ausrüstung? Kurzschwert, Holzschild, Zierhelm. Geil. Gar nichts eigentlich so wirklich. Egal, versuchen wir doch nochmal unser Glück im Sumpf. Im Strumpf. Ihr habt nicht zufällig meinen Mitstreiter im Gasthaus getroffen? Ja, das und Sturz betrunken. Ach, ihr habt doch den guten Sturz betrunken getroffen. Ja, das ist schon so ein Spezi. Nee. Ich verstehe. Was für eine enttäuschende, als auch unangenehme Nachricht. Ich bin euch dennoch für diesen Gefallen dankbar. Erlaubt mir, mich erkenntlich zu zeigen, indem ich euch durch den Sumpf begleite. Wladimir hat sich deiner Gruppe erneut angeschlossen. Und jetzt versuche ich, an diesen kleinen bösen Bäumen vorbeizulaufen. Denn die sind sehr geäfferlich, gefährlich. So, jetzt bin ich schon halb tot durch diese Sümpfe. Ja. Und ich habe mir wieder keine Heil-Items gekauft. Hooray, ich bin so professionell. Donnerschlag, Angriff, Nein, halt. Wolfsattacke, wir zerkratzen einfach den Baum. Und Froststern. 17 Schaden, 30 Schaden. Gar nichts. Und eine HP. Er ist einem Donnerschlag ausgewichen. Jetzt hat er die Hexenzeit aktiviert. Ach du Scheiße. Beschwöre einen Blitz. Weich hinaus und aktiviere so die Hexenzeit. Gut. Und sie lassen Heiltränke fallen. Awesome. Und ich darf nochmal zurück. Das macht so Laune. So Laune. Ach kommt, ich cheate mich jetzt hier mal kurz raus. Verzeiht, aber bla. Ne, bla 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 bla.